Hallo, ich bin von ganz vielen Leuten schon angesprochen worden in den letzten Tagen, ob ich nicht mal die Party-Ehre verfilmen könnte. Ja, und das möchte ich heute tun. Für die Party-Ehre brauchen wir erstmal einen ganz simplen, normalen Teig, den ich jetzt vorbereite. Der muss gleich noch 45 Minuten gehen, bevor wir ihn dann befüllen können und dann dieses typische Ehrenmuster ja, schneiden können aus der Rolle, die wir geformt haben. Also für den Teig brauchen wir Milch, Mehl, Öl, Salz, Zucker und Hefe natürlich. Und wir fangen erstmal an, indem wir 160 Gramm Milch einwiegen. Dann einen halben Teelöffel Zucker dazu packen. Und 20 Gramm frische Hefe. Und die Hefe dann erstmal auflösen. Innerhalb von 2 Minuten, 37 Grad, Stufe 2. Jetzt kommt noch dazu 300 Gramm Mehl. Olivenöl nehme ich. Und ein Teelöffel Salz. Und das verarbeite ich jetzt innerhalb von 2 Minuten zu einem Teig auf der Teigklebstufe. So, Teig ist fertig, sieht jetzt so aus. Und den gebe ich jetzt in eine leicht geölte Schüssel. Ich sage es immer wieder gerne, die Schraube kann man drehen, sodass sich der Teig besser löst. Da sich dann in dem Moment auch die Messer innen drehen. So, sieht man das, glaube ich. So, man sieht es auch hier. Der Teig löst sich insgesamt sehr gut aus dem Thermomix raus. Okay, das lasse ich jetzt für 45 Minuten gehen. Ich decke das mit einem Deckel ab. Wer keine Box mit Deckel hat, nimmt einfach Klassikfolie und lässt es 45 Minuten gehen. So, die 45 Minuten sind um. Mein Teig sieht jetzt so aus. Und ich gebe aber eben nochmal die Füllung in den Thermomix. Ich habe ihn jetzt auch gar nicht ausgespült, also so sah er aus. Ein ganz, ganz bisschen Teig unten drin und ein bisschen Mehl an den Wänden, aber das stört mich nicht weiter. Von daher ja, gehe ich gleich weiter, indem ich 100 Gramm gekochten Schinken einwiege. Dann kommt noch dazu Käse. Ich nehme da Emmentaler, aber man kann natürlich auch ja, gerne den Käse nehmen, den man am liebsten mag. Gouda wäre zum Beispiel auch möglich oder Edamer. Ich nehme, wie gesagt, Emmentaler, 90 Gramm. Dann kommen noch dazu Paprika mit 60 Gramm, rote Paprika. Und ich gebe jetzt noch ein Gewürz mit dazu. Das ist ja ähnlich wie Pizzagewürz, das ist eine mexikanische Gewürzmischung. Ein Teelöffel, das ist im Originalrezept nicht mit drin. Man kann aber auch zum Beispiel einen Teelöffel Oregano mit reinpacken oder einen Teelöffel Pizzagewürz, Sambal Oleg wäre eine Möglichkeit. Und das verkleinere ich jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 5. So, weiter geht's. Den Teig gebe ich mir auf mein Backpapier oder in dem Fall, ich habe so eine Silikonbackpapier und rolle ihn mir aus, circa 40 x 20. Wer den Teig gerne dünner mag, macht es einfach noch ein bisschen länger. Also ich werde es auch etwas länger machen. Er passt dann nicht mehr ganz diagonal auf das Backpapier. Das wird bei 40 x 20 noch ganz gut klappen. Aber ich mache dann einfach gleich 2 Rollen draus. So, dann verteile ich meine Füllung, die wir eben zerkleinert haben, da drauf. Und achte darauf, dass an den Längsrändern da etwas Platz gleich bleibt,
weil ich ja, die Rolle gleich forme und an den Enden das dann einfacher ist, wenn dort keine Füllung ist, dass die Naht ganz gut zusammenhält. So, jetzt bilde ich eine Rolle. Drehe die Naht nach unten und das hier natürlich jetzt noch etwas zusammen. Das ist dadurch, dass ich das zerschnitten habe, natürlich direkt fängt die Füllung auch hier an. Das macht aber nichts. So. Und dann nehme ich mir eine Schere. Ich habe in dem Fall ja, eine Schere und schneide das so im Schrägwinkel alle 4 cm ein. So, dann brauche ich einfach nur noch die, ja, jeweils die Seiten gegeneinander verschieben. Dann kommt noch Milch zum Einsatz. Ich bepinsel das Ganze jetzt noch ein bisschen mit Milch und lasse die Ehre dann wiederum 15 Minuten ruhen, bevor ich sie in den Backofen gebe und sie bei 180 Grad Umluft backe. Für circa 20 Minuten. Kommt immer ja, ein bisschen auf den Ofen an natürlich. Jeder Backofen ist ein bisschen anders. Und ich ja, fange jetzt an, den Backofen auch vorzuheizen, sodass er dann in einer Viertelstunde einsatzbereit ist und dann geht das Ganze in den Ofen. So, meine Party-Ehre sieht jetzt so aus und wandert jetzt in den Ofen. So, meine Party-Ehre sieht jetzt so aus, bereit zum Verzehr. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auch mal auf meiner Seite kinderleichtkochen.com vorbei oder auf Facebook.